der eine Sünde macht und daraufhin sofort bereut, und derjenige, der eine Sünde macht und daraufhin sich Zeit lässt mit der Reue und sagt, ich habe noch Zeit, sind wie zwei, die in einer Reisegruppe reisen und an einem Dorf Halt machen und für einige Tage eine Rast einlegen an diesem Ort. Derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala sofort bereut, er ist wie derjenige, der ab dem Moment, wo sie die Rast beginnen, Sachen sucht, die er braucht für die Weiterfahrt, die er braucht für die Weiterreise. Und der daraufhin, nachdem er dieses Proviant hat, sitzt und bereit ist für die Weiterreise. Während derjenige, der bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bereut nach einer Sünde und sagt, ich habe noch Zeit, er ist wie derjenige, der ebenso mit dieser Reisegruppe an diesen Ort ankommt und sagt, morgen inshallah kaufe ich Proviant. Morgen inshallah kümmere ich mich um die Sachen, die ich für die Weiterfahrt brauche. Und daraufhin ruft der Führer der Gruppe, dass sie jetzt die Abfahrt antreten und dass sie weiterreisen. Und der eine ist was? Der eine ist bereit für diese Weiterfahrt. Und der andere, der sich Zeit gelassen hat, dieser bereut. Und genauso ist die Dunya. Genauso ist die Dunya, auf der du eine Zeit lang bist. Und der Tod, diese Weiterreise, jeden Moment eintreffen kann. Entweder sorgst du dafür, dass du bereit bist für diesen Moment, und dass, wenn der Moment eintrifft, du nichts bereust und du bereit bist. Oder du bist von denjenigen, die, wenn dieser Moment eintrifft, sie nichts vorbereitet haben. Und dann bist du von denjenigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die sagen werden, O mein Herr, bringe mich zurück, sodass ich rechtschaffende Werke mache, die ich unterlassen habe. Aber was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist jetzt zu spät. Du hattest deine Zeit und diese Zeit ist vorbei.